Reiter und Reiterinnen kann man immer schon von Weitem an ihren Outfits erkennen. Hallo zu einer neuen Folge Basics mit Kathi. Wir reden heute über die Reitausrüstung. Kerstin Jacobi ist Pferdewirtschaftsmeisterin und Dressurausbilderin. Sie muss es wissen, warum man trägt, was man trägt. Vielleicht kannst du uns das mal kurz erklären. Von Kopf bis Fuß oder umgekehrt, von Fuß bis Kopf. Wichtig bei der Reitausrüstung ist, dass sie funktionell ist. Mhm. Und wenn wir unten anfangen, ist es immer wichtig, dass wir einen Schuh tragen mit einem Absatz. Mhm. Das kann in Form eines Stiefels sein, wie ich ihn jetzt anhabe. Oder eben, du trägst Reitstiefletten. Das ist auch wunderbar. Man braucht diesen Absatz eben, um nicht im Steigbügel hängen zu bleiben bzw. durchzurutschen mit dem Fuß. Mhm. Bei meinem Stiefel sieht man jetzt hier, das geht hoch bis zur Kniekehle, der Schaft. Und ist außen immer etwas härter als innen. Denn innen sollte man doch gefühlvoll am Pferd bleiben. Und diese Chaps, die man anlegen kann, die kann man über diese Reitstiefletten ziehen, wie bei dir. Kannst du einmal reinschlüpfen. Ja. So, und wenn ich das jetzt hier hinten zuhalte, sieht man, dann ist das so ähnlich wie ein Stiefel. Ne? Ja. Genau. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Das kann man dann anlegen und wieder abnehmen. Ist auch die etwas billigere Variante. Ja. Bei der Reithose ist es so, dass die eng anliegen sollte. Das Design kann man wählen, da gibt es hunderte. Ja. Aber grundsätzlich sollte sie passen, eng anliegen, nicht zu viele Falten werfen innen, weil es sonst schmerzhaft wird für den Reiter. Werden, ja. Mhm. Und die meisten Reithosen haben einen Lederbesatz, Vollleder, Kunstleder, wie auch immer. Es hilft mir im Ledersattel einfach etwas stabiler und sicherer zu sitzen. Mhm. Und obenrum? Obenrum kann man sich auch aussuchen, was man gerne anziehen möchte, was ein bisschen enger ist, ein bisschen figurbetonter, um halt eben auch besser Korrekturen annehmen zu können und zeigen zu können. Mhm. Aber es ist doch sehr nützlich, heutzutage eine Reitweste anzuziehen, also eine Schutzweste. Ah, ja. Jugendliche, Reitanfänger, überhaupt Reitanfänger tragen doch eher eine Schutzweste. Eine Sicherheitsweste. Die einfach die Wirbelsäule bei einem eventuellen Sturz besser schützt. Hier für die Wirbelsäule, ne? Da ist es etwas verstärkt. Mhm. Und insgesamt, man merkt es auch, wenn man es anhält, festhält, ist wie so ein kleiner Panzer, ja, den man anhat. Das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Aber ist nicht so schwer, ne? Also so schwer. Kann man auch einem Kind mal anziehen. Also wenn es denn passt, muss immer individuell angepasst werden. Ne? Genau, ja, auf die Länge der Wirbelsäule. So, dann noch ganz wichtig, die Handschuhe. Gebe ich dir mal einen rüber. Genau, Handschuhe sollte ich tragen. Erstens aus dem Grund, weil der Zügel zwischen Ringfinger und kleinen Finger verläuft und dann doch die Haut da ein bisschen überbeansprucht wird und ich mich schnell aufreiten kann. Mhm. Der Handschuh hilft mir, das zu vermeiden. Der ist auch hier etwas verstärkt. Da, wo der Zügel langläuft, habe ich ein bisschen Verstärkung im Leder, im Material. Und wenn das Pferd anfängt zu schwitzen oder ich schwitze, dann rutscht mir der Zügel sonst sehr schnell durch die Finger. Mit dem Handschuh habe ich doch einen sichereren Halt und mehr Kontrolle über das Pferd. Also auch für die Sicherheit die Handschuhe und Stichwort Sicherheit, ganz wichtig, der Helm. Genau, der Kopf ist das Wichtigste, was wir haben und deswegen sollten wir den auch am besten schützen. Und den sollte ich auch auf jeden Fall in jeder Reitstunde anziehen. Ob Dressurunterricht in der Halle, Springen, Gelände, Vielseitigkeit, egal, der Helm gehört dazu. Also von Kopf bis Fuß praktisch und sicher angezogen, wenn man aufs Pferd steigt.